Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Sanctuary. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Sanctuary. Ja Leute, ich habe gefragt, ob ihr das Projekt haben wollt. Und ihr habt mir gezeigt, ihr wollt es haben. Nicht anhand von Aufrufen oder Likes, aber ihr seid in den Kommentaren richtig explodiert. Wie sehr ihr das hier gefeiert habt. Vor allem Sunny, der sich gefühlt drauf eingerubbelt hat, dass er der Wolf sein darf. Ja. Er guckt mir auch hinterher, der liebe Sunny. Der kann seinen Blick nicht von mir abwenden. Ja, und jetzt heißt es ran an die Vögel. Jo. Also, ich merke daran ja, dass ihr das Projekt haben wollt. So, du Blättchen, Blattschnitzer. Yannick macht das. Hier die Krallen. Mit dem Nakam-Blitz finishen. Ich kann jede Runde einen finishen. Macht. Federsturm. Aua. Okay. Jetzt ihn. Dann setzen wir unsere Blätter ein und finishen ihn mit den Krallen. Und das Gute ist, unser Hund, der regeneriert sich, wenn er angreift. Also es macht nichts, wenn er getroffen wird. Vor allem das kleine bisschen heile ich nicht. So, und Blattschnitzer. Level 2 sogar. Tschüss. Und weg sind sie. 4 Sterne. Und ein Baero-Ei. Das heißt, wir haben ein neues Monster. Wartet, das muss ich direkt ausbrüten. So. Das ist jetzt der Schwen. Also, original heißt es ja immer Schwense. Ich bin mir immer unsicher, ob ich dann Schwense mit einem W oder mit einem V schreiben muss. Das merkt man auch bei deren Streams und wenn ich in deren Kommentare bin, dass ich da immer so hin und her wechsle zwischen Schwense mit einem V geschrieben oder mit einem W geschrieben. Auf jeden Fall hat sich Schwen uns angeschlossen. Und direkt hauen wir ihm natürlich hier seinen Skill rein, den er braucht. Federsturm. So. Mich interessiert auch generell, was du noch für eine Fähigkeit hast. Ach ja, und ausrüsten müssen wir dich natürlich, ne? Ist ja wohl klar. Rikino, du brauchst den Handschuh ehrlich gesagt weniger, ne? Aber ich kann es ja auch nicht abrüsten. Ja, den Stock, den wollte ich gar nicht abrüsten. Hier, du kriegst den Stock wieder, Yannick. Ich glaube, er braucht ihn dringender. So. Weil der Vogel wirkte gerade eben recht stark. Jetzt wüsste ich noch gern, was kann der machen? Lässt den Spieler fliegen. Ah, damit kann ich mich so ein bisschen in der Luft halten. Okay. Schwenden ist also auch recht nützlich, wenn ich irgendwas überwinden will. Ja, hier hat er mir jetzt gerade gut geholfen. Ein Diadem. Oh, ein Diadem. Das ist was für den Wolf. Mich interessiert übrigens, ich habe hier nämlich so öfters, hier diese Blümchen gesehen. Der macht ja Wasserorbs. Hat das irgendeinen Effekt auf die Blumen? Anscheinend nicht. Ich wollte das mal testen. Hätte ich den Sprung eigentlich auch so geschafft? Nee, ohne Schwen hätte ich den Sprung nicht geschafft. Der Mensch wusste um die, die warteten. In den Wäldern und Höhen weit fort. Und doch begeht er die Schätze dort. Denn die Gier der Könige war groß.
mich interessiert eigentlich, kann ich sie auch zur Not umbenennen? Hat mich nur interessiert. Also ich kann die nicht umbenennen. Einmal den Namen geben, immer den Namen. Oh, dich hätte ich gern. Dich hätte ich so richtig gern, Würmchen. Die Magma-Raupe. Ich habe das Gefühl, dass die stark ist. Ne, Schaden machst du nicht wirklich. So, den zuerst weg. Ja, komm, dann kann ich das eine Monster ja eigentlich austauschen, ne? Wartet, Monsterwechsel. Ja, das muss ich machen, wenn ich Rikino dran habe, okay. Dann regelt Team Shikadari. Ja, wir haben einen Teamnamen, Leute. Den haben wir zuerst bei Akadari selbst eingeführt. Und jetzt führen wir ihn hier ein. Autsch. Okay, Monsterwechsel. Go, Spinnen. Okay, wir müssen die Schlagkombo machen. Oh, können wir gar nicht. Er hat nicht genügend Mana dafür. Ich hoffe, dass die Viecher sich auch noch weiterentwickeln können. So, Eishagel. Dass mein Hund gerade im Hintergrund kläfft, dagegen kann ich nichts machen. Oh, die wollen Sven tot sehen. Macht. Wenn ich dem ganzen Team Angriffsbooster gebe, müsste ich das eine Vieh doch leichter down kriegen. So, mit ihm kann ich einfach einen Blattschnitzer machen, damit ist das auch tot. So, was zieht die denn am meisten? Die Krallen. Und danach muss ich Sven mal heilen, weil der verreckt mir sonst hier. Boah, das heilt ja richtig stark. So, die Schlagkombo. Pam, pam, pam. Und mit den Krallen hinterher. Ja, nur 3 Sterne. Aber ich habe das Magma-Raupen-Ei. Und ich habe einen Skillpunkt für die beiden. Aber zuerst Magma-Raupe, komm. Komm und zeig dich. So. Das ist jetzt der Pall. Einfach nur der Pall. Abkürzung für Palbanta. Der ist bei mir eine kleine Raupe. So. Na gut, Yannick wiederherstellen. Sunny kriegt jetzt auch seine 4. Fähigkeit, die Spektralflamme. Pall hat sogar 2 Skillpunkte. Schild klingt gut. Arcana Blitz. So. Ein Monster brauche ich noch. Eine Kristallkugel und einen Morgenstern. So. Du kriegst den Morgenstern. Und Yannick kriegt die Kristallkugel. Und ich wechsle Sven mal hier hoch. Und Pai darf auch einmal, um auszuprobieren. Und da ist wieder der nächste Gegner. Oh, die werden leicht. Let's go. Erstmal Macht, damit das ganze Team stärker wird. So. Das Stärkste, was ich gerade machen kann, ist entzünden. Pall ist ja nicht besonders stark. Luftsichel zieht den beiden richtig viel. Natürlich heilt es sich.
Oh, das tat weh. So, Federsturm hier vorne. Machen wir mal den Schildbooster drauf. Und mit einer Luftsichel müsste ich den jetzt wegnehmen. Hast du gut gemacht, Sunny. Braver Hund. So. Das Federvieh kümmert sich um den. Pal wird jetzt ausgetauscht gegen Yannick. Und der müsste jetzt eigentlich nächste Runde tot sein. Autsch. Ja, eine Prügel reicht hier aus. So, wiederherstellen. Yannick ist der bessere Heiler. Und Luftsichel! Weg ist er. Ja, 3 Sterne. Und eine Kartoffel, die ich verfüttern kann. Sven, du siehst mir aus, als ob du Hunger hättest. Hier, komm. Iss. Und du brauchst erstmal deine 4. Fähigkeit, bevor du wieder zum Einsatz kommst. Der Mensch stürzte sich in die tiefsten Schluchten, griff an, plünderte, tötete, kein Trost, änderte seine Taten. Niemand weiß, was die Menschheit kostete. Oh, hier ist ja richtig schönes Ambiente. Ich falle den ganzen Weg runter. Warte mal. Dachte ich mir doch, du kannst doch Ranken kaputt machen. Oh, Geld. Auch wenn ich es bisher noch nicht verwenden konnte. Hallo Hüterkollege, wusstest du, dass du wählen kannst, welches deine Monster dir folgt? So kannst du verschiedene Fähigkeiten deiner Monster einsetzen, während du deine Umgebung erkundest. Ja, das weiß ich schon. Hier sind echt viele Kisten. 3-mal die Phönix-Tränen, damit kann ich Monster wiederbeleben. Hallo, junger Monsterhüter. Du bist das erste Mal auf dem Hügel Hüterwegs unterwegs. Stimmt's? Das ist ein Teleportationsstein. Mit seiner Hilfe kannst du schnell zu anderen Teleportern auf deinem Weg reisen. Ich bin nur ein Schatzsucher. Ich verdiene etwas, indem ich die Dinge verkaufe, die ich hier und da finde. Möchtest du etwas kaufen? Na klar. Ich hätte gern einmal das, dann das. Und ich glaube, ich hole mir vom Rest Tränke. Ich habe noch keinen anderen Teleporter, also kann ich ihn logischerweise auch nicht nutzen. Du kriegst jetzt erstmal den Ausdauerring und die Muschel. Ne, warte mal, das Ausdauerteil bräuchte eigentlich Yannick eher. Also kriegst du den Helm. So, Ausdauerring. Wechseln. So. Was kann eigentlich die Raupe? Entzündet Fackeln, aktiviert Feuer. Ups, und es kann Ranken verbrennen. Okay, könnte nützlich sein. Dann klettern wir erstmal wieder hier hoch, weil da oben war auch noch eine Kiste. Trefferring, kritischer Schaden hoch. Danke, Sven, dass du mir immer hoch hilfst. Du kannst den Trefferring ruhig haben. Okay. Packen wir das ab. Oh, da ist ja ein richtig cooles Monster. Kommt her, ich will euch haben. Ein Katzerker.
So, erstmal wieder Macht, damit ich mehr Schaden mache. Der Blattschnitzer macht viel Schaden. Ich weiß nicht, ob man das decken kann. So, Spektralflamme! Ach klar, dass die Katzen mit einem Schwert irgendwas mit der Sichel können. Ich will vor allen Dingen auch die Truhe hinter denen. Okay, physische Skills verursachen 20% mehr. Das heißt sowas wie Prügel. Ja, Prügel macht den auch mehr. Das Schlagkombo würde hier reichen. Oder ein einfacher Blattschnitzer. Hast du fein gemacht, Yannick? Die Krallen machen etwas mehr Schaden. Autsch. Schnitt. Das hat richtig gezogen. So, hier kommt eine Prügel rein. Da sitze ich lieber einen Schlag vom anderen. Yannick, heil dich mal. Ja, die Spektralflamme bringt ihn um. Oh oh. Ja, Prügel macht halt schlicht und ergreifend mehr. Blattschnitzer. Ist ja jetzt nur noch einer. Oh, ich mache lieber die Spektralflamme. Vielleicht zünde ich ihn an. Wiederherstellen. Und verprügel ihn, Sven. Immer verprügelt Sven die Leute. Ja, ich habe das Katzerker-Ei. Aber wer von meinen Kollegen wird das denn? Ist jetzt eine schwierige Auswahl. Hier, das darf der Hoden sein. Ich weiß, die anderen sind jetzt richtig neidisch darauf, dass er so ein cooles Viech sein darf. Oh, und für den habe ich auch noch direkt 2 Skillpunkte. Alter, hat er viele Techniken. Regeneration. Das auf jeden Fall. Feuerklauen. Ich habe so gut wie keine Feuerattacken. Da ist das ganz angebracht. So. Luftsichel. Und dann gönnen wir uns noch die Kiste. Eine Walnuss. Sunny, du hast doch Hunger. So, hier unten müssen wir weiter. Wollen wir die Magma-Raupen heute noch machen? Nee, ich würde sagen, das machen wir ein andermal. Wartet, ich stelle mich hier hoch. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Ich zeige euch sogar nochmal, was ihr zu tun habt. Wartet, da ist so ein Abonnier-Button. Dann müsst ihr draufdrücken. Ja, da draufdrücken. Wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao und bis dann.